Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal und willkommen zur nächsten Ausgabe von Dr. Top unter Fußball neue News. Letzte Woche habe ich es ja schon angekündigt, heute wird es kein Thema geben, das sich mit der Bundesliga oder mit internationalen Ligen oder Mannschaften speziell beschäftigt, sondern wir werden uns heute mit dem Kader oder mit dem voraussichtlichen Kader der EM beschäftigen. Ich habe einfach mal geschaut, welche Spieler werden mit dabei sein, welche nicht. Viele Namen werden genannt, die es womöglich schaffen können. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, was ich erstmal glaube. Und auch ihr seid natürlich gefragt, schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu den Spielern, die ich hier gleich nennen werde. Sind die mit dabei? Sind die nicht mit dabei? Und welche Youngster glaubt ihr, kommen mit? Ich habe hier einige Namen aufgeschrieben oder halt im Kopf. Und die will ich jetzt mal durchgehen von den Positionen her. Wie gesagt, 23 Spieler kommen mit. Jetzt bei den Testspielen waren es, ich glaube, 28 oder 30, die ja mitgenommen wurden. Das ist ja der erweiterte Kader. Und bei der EM sind es halt 23 Spieler. Und davon sind 3 Torhüter und 20 Feldspieler. Und fangen wir mal mit dem Torwart an. Gesetzt, ganz klar, Nummer 1, Manuel Neuer. Der wird mit dabei sein. Da gibt es keine zweite Meinung. Punkt. Nächster Torwart, Marc-André Ter Stegen. Ich glaube auch, dass er mitkommen wird. Bei Barca hat er jetzt, ich glaube, nicht so häufig gespielt wie in der Hinrunde. Dennoch ist er ein sehr guter Torhüter. Er hat jetzt nicht so gut gespielt bei den Testspielen. Ich glaube, das war ja gegen Italien, wenn ich mich nicht irre. Oder England. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er da gespielt hat. Ich glaube, Italien. Aber er wird sich auch noch zeigen, er ist jung, er wird sich auch noch entwickeln. Und irgendwann, so denke ich, wird er auch eine Nummer 1 sein. Und der dritte Torhüter, der meiner Meinung nach gesetzt ist, ist der Stammkeeper von Paris Saint-Germain. Und zwar Kevin Trapp. Ich glaube, 23 Jahre jung ist er. International hat er jetzt sowas von viel geleistet. Und deswegen glaube ich auch, dass er mit dabei ist. Sein wird. Ich glaube, diese drei Keeper kommen mit. Ich glaube, Weidenfeller hat sehr geringe Chancen und ist auch nicht mehr die Nummer 2 wie bei der WM. Und dafür hat er jetzt nicht mehr gespielt, da Birki die Nummer 1 bei Dortmund ist. Schade, aber ich denke, Löw hätte vielleicht schon früher, also vor der WM, mal Weidenfeller nominieren hätten sollen. Wird vielleicht ein wenig anders verlaufen. Okay, machen wir weiter. Oh, ich muss ja was ändern. Zack. So, machen wir weiter mit der Verteidigung. Da kursieren auch einige Namen, die ich mir mal eben hier aufschreibe, dass ich die nicht vergesse. Erstmal denke ich, werden 3 Spieler gesetzt sein. Und die werden auch mitgenommen. Hummels, Rüdiger und Hector. Diese 3 Spieler werden auf jeden Fall mitgenommen. Hector, finde ich, ist ein guter Stamm-Linksverteidiger geworden, jetzt in der Nationalelf. Hat sich richtig gut dort bewiesen, auch beim 1. FC Köln zeigt er richtig gute Leistung. Das spiegelt auch wieder, dass Löw ihn nominiert und das auch zu Recht. Rüdiger auch, beim AS Rom spielt er ja derzeit und das internationale Geschäft ist ja auch sicher. Und Hummels, denke ich, ist auch gesetzt. Man wird aber jetzt schauen halt, wo er nächste Saison spielen wird. Vielleicht bei Bayern? Wer weiß. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wo spielt nächste Saison Mats Hummels? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Viele Vereine, Barcelona ist im Gespräch, Manchester United, Manchester City und Bayern. Okay, die 3 sind auf jeden Fall gesetzt. Mache ich mal ein Häkchen dahin. Dam, dam, dam. So, dann denke ich, wird auch mitgenommen Rudi.
ist ein Rechtsverteidiger. Ich denke, der wird mitgenommen. Hat sich da auch gut bewiesen. Sollte vielleicht ein bisschen aggressiver raufgehen, finde ich. Seine Spielweise ist noch ein bisschen zurückhaltend in dem Sinne. Aber er wird sich auch machen. So. Die Frage ist, wen nimmt Löw da noch mit für die Verteidigung? Mustafi, denke ich, hat auch sehr gute Chancen mitgenommen zu werden. Bei der WM war er schon mit dabei und ich finde ihn auch ganz gut. Auch wenn Valencia im Moment ja nicht gerade jetzt so gut dasteht. Ich denke, früher oder später wird er über einen Wechsel nachdenken. Auch da ist Bayern im Gespräch. Aber auch Dortmund und Leverkusen, habe ich jetzt gehört, sollen im Gespräch sein. Somit haben wir jetzt schon 5 sicher. Ein Spieler ist fraglich, Emre Can. Ich denke aber trotzdem, dass er mitgenommen wird. Und zwar aus folgendem Grund. Er ist ja noch verletzt. Aber er soll ja auch nicht so lange mehr verletzt sein. Ich glaube, noch so, ich sag mal, 2-3 Wochen. Das heißt, er könnte dann ins Training wieder einsteigen Ende Mai. Und das ist dann 1-2 Wochen vor der EM. Und ich denke, da hätte er dann auch noch Chancen mitgenommen zu werden. Fraglich ist immer noch Boateng. Er ist jetzt aber im Training. Deswegen glaube ich auch, dass er auch mitgenommen wird. Wenn er nicht beim ersten Spiel spielt, dann halt beim zweiten. Dass er langsam wieder einsteigt, dass man ihn erstmal schont. 3 Namen haben jetzt aber auch noch kursiert, die vielleicht Chancen hätten. Zum einen Schmelzer, auch als Linksverteidiger könnte er eingesetzt werden. Und Hector dann halt rechts, da man auf der rechten Seite nicht so gut besetzt ist. Dann habe ich mir auch aufgeschrieben für rechts Joshua Kimmich beim FC Bayern. Wurde jetzt auch häufig genannt, ob vielleicht Löw ihn berücksichtigt. Ich denke, noch ist nicht seine Zeit. Ich denke aber, die wird bald kommen. Vielleicht bei der WM-Qualifikation. Und Jonathan Tah. Spielt bei Bayern 04 Leverkusen auch eine sehr gute Saison. Und da denke ich, der hätte auch die nächsten Jahre sehr gute Chancen. Ich denke, für die 3 wird schwer. Kimmich könnte ich mir aber am ehesten von den 3 vorstellen. Auch vor Schmelzer, muss ich sagen, da die Rechtsverteidigung nicht so gut besetzt ist. Aber, wo man auch drüber nachdenkt, ist wieder Philipp Lahm. Er ist ja zurückgetreten. Er hat gesagt, ich habe da meinen Job erfüllt, kann ich auch verstehen. Aber da man rechts im Moment ja nicht so gut besetzt ist und man möchte natürlich die EM natürlich gewinnen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass vielleicht Löw ihn überzeugen kann, glaube ich aber eher weniger. So, kommen wir jetzt aber von der Verteidigung weg und gehen rüber zum Mittelfeld. Da sind auch einige Spieler von Anfang an gesetzt. Diese werde ich aufzählen. Zum einen ist gesetzt Kroos, Khedira, Özil, Bellarabi, Reus und Gündogan. Diese Spieler sind gesetzt. Ganz oben hier aber beim Mittelfeld steht bei mir Schweinsteiger. Er ist aber in Kritik bei Manchester United, spielt auch wenig, war jetzt auch, glaube ich, wieder verletzt oder ist im Moment verletzt. Deswegen denke ich, ist es für ihn auch sehr, sehr schwer. Vielleicht nimmt man dann für die 6 eine Alternative mit, komme ich sonst gleich nochmal drauf. Das heißt, für die 6 hat man im Moment Kroos, Khedira und Gündogan, 3 von 4, sag ich mal. 4 ist eigentlich immer klassisch, dass man da halt gut besetzt ist. Aber auch an Özil, glaube ich, hat da letztens gespielt, aber der hat schlecht gespielt. Machen wir mal weiter. Bellarabi habe ich auch genannt. Ist ein Außenspieler bei Leverkusen und spielt eine großartige Saison. Ich denke, der wird mitgenommen. Oh, das hat sich gereimt. Auch mitgenommen, wird ja Reus, habe ich ja auch gesagt, und auch für die Offensive, glaube ich, wird Draxler mitgenommen. Warum glaube ich das? Da Draxler jetzt bei Wolfsburg sich mehr durchsetzt, auch wenn Wolfsburg im Moment ein Formtief hat, aber ich denke, Draxler hat gute Chancen, mitgenommen zu werden, um halt die Offensive vielleicht noch ein
wenig kompakter dazu gestalten. Auch mitgenommen fürs Mittelfeld wird Müller. Braucht man keine zweite Meinung wieder sagen oder muss man nicht weiter drum herum reden. Alles Müller oder was? Also Müller ist gesetzt. Somit sind wir derzeit bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Namen. 5 Namen bleiben noch. Das heißt, als Alternative für Schweinsteiger, denke ich, wird Kramer mitgenommen. Somit bleiben noch 4 Spieler. Und diese 4 Spieler habe ich hier auch schon auf meiner Liste. Diese werde ich jetzt einfach mal nennen, mal gucken, ob die mitgenommen werden. Zum einen Schürrle hat jetzt auch wieder mehr Tore geschossen bei Wolfsburg, was ich gut finde. Auch denke ich, wird mitgenommen Volland. Spielt bei Hoffenheim eine gute Saison. Ist letztendlich die Schlüsselfigur jetzt auch im Abstiegskampf. Das Spiel Gladbach-Hoffenheim läuft auch im Moment. Ich weiß jetzt nicht, wie es steht, aber ich glaube, der letzte Stand war, glaube ich, 1-0 oder 2-0 für Gladbach. Jedenfalls, ich glaube, die sind früh in Führung gegangen. Auch mitgenommen, 2 Spieler bleiben noch, werden die beiden Marios, und zwar Mario Götze und Mario Gomez. Das ist für mich der Kader, wenn Schweinsteiger nicht mitkommt. Wenn Schweinsteiger doch mitgenommen werden sollte, wovon ich eigentlich auch ausgehe, glaube ich, wird nicht mitgenommen Draxler. Würde ich jetzt einfach mal so meinen. Auch da sind noch einige Namen aber geflogen, die auch vielleicht mitgenommen werden könnten. Zum einen Leroy Sané vom FC Schalke 04. Spielt eine gute Saison, ist ein junger Flügelspieler, der sich auch noch, denke ich, da zeigen wird. Spielt ja bei der U19 oder U20 und wird auch, denke ich, in den nächsten Jahren ein Name in der Nationalelf sein. Er zum einen, jetzt muss ich mal mit hier gucken, ob ich hier noch andere Spieler drehen. Für Mittelfeld oder Sturm. Nee. Auch aber eine Alternative jetzt nicht vom Jungen her wäre natürlich Alex Meyer. Aber ich denke, da Frankfurt im Abstiegskampf ist, dass man nicht an Meyer denkt. Er hat jetzt auch wenig Tore geschossen. Ja. Also ich mache mal auch bei Draxler hier ein Fragezeichen hin, da entweder Schweinsteiger oder Draxler mitgenommen wird. Ja, das war's mit diesem Video. Schreibt mal wirklich unten in die Kommentare von den Spielern, die ich genannt habe. Glaubt ihr, dieser Kader kommt mit, sagen wir jetzt mal, ohne Schweinsteiger? Ohne Schweinsteiger? Oder mit? Ne, mit Schweinsteiger. Ich streiche Draxler jetzt doch, und dafür Schweinsteiger. Schreibt mir in die Kommentare, was glaubt ihr? Neuer, Ter Stegen, Trapp, Hummels, Boateng, Rüdiger, Hector, Mustafi, Emre Can, Rudi, Kroos, Khedira, Schweinsteiger, Özil, Bellarabi, Schürrle, Kramer, Reus, Gündogan, Müller, Volland, Gomez und Götze, ob diese Spieler mit zur EM kommen und für uns den Titel holen. Und apropos EM oder insgesamt Daten und Zahlen. Nächste Woche Sonntag wird es kein Dr. Top Video geben. Nächste Woche Sonntag ist ein Vorstellungsvideo in dem Sinne. Nicht von mir, ihr kennt mich ja schon. Da stelle ich euch ein paar meiner Freunde vor. Und wir werden ein neues Projekt starten. Bestimmt kann sich der ein oder andere denken, warum ich dann vielleicht dieses Thema heute genommen habe. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet wieder ein, besonders nächste Woche Sonntag. Ich denke, das wird spaßig. Und mir bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schreibt unten halt in die Kommentare eure Meinung. Wer kommt mit zur EM? Euch noch einen schönen sonnigen Sonntag.
Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal.